Herzlich willkommen zurück hier in Minecraft. Ich habe diese vier Obsidian schon abgebaut, da es doch etwas dauert, bis man sie abgebaut hat. Wir haben jetzt hier ein Netherportal stehen. Wir werden dieses jetzt auch gleich mal in Betrieb nehmen. Oder hat Nether immer gebrannt? So, ich werde mal die Diamantspitzhacke hier lassen. Man weiß ja nicht, was da im Nether passieren wird. Und dann werden wir nämlich, wenn ich alles verlieren. Einfach, was wir nicht brauchen, einfach mal hier lassen. Das nehmen wir dann noch mal mit, denn so teuer ist das jetzt auch nicht. Und dann gehen wir mal rein in das Nether. Und das Nether wird zum ersten Mal generiert. Überhaupt. Wird heruntergeladen. Wir befinden uns irgendwo im Nirgendwo. Und wir sind an einem Abhang. Da oben ist Netherquarz. Explodiert schon alles. Es sind ganz viele 100 Tonnen Lava da unten. Ascheblöcke. Da ist auch noch andere schöne Dinge. Netherstein. Ich werde mal versuchen, mich hier hochzubauen. Ja, auch irgendwo für diesen Stein, den kann ich dann auch gleich mal. Nether Bleierz lassen wir mal nochmal hier. Den Stein brauchen wir sowieso auch. Mal ein paar von mit. So, und natürlich wollen wir vielleicht den Glowstone mal mitnehmen. Asche kann man anscheinend nicht schnell laufen. Weil es jetzt nicht so das schönste Ort hier. Wir brauchen hier unbedingt ein Jetpack. Sonst kommen wir nämlich nicht zurück. Noch einmal gucken, ob wir da oben irgendwas anderes noch finden. Kann man nicht besonders schnell laufen. Oh, da ist gleich ein Wolf. Ich weiß nicht, wie böse der ist. Da oben ist noch ein Netherquarz. Wie viel haben wir denn? 6. Das reicht nicht aus. Und wow, wir sind auf irgendwas raufgetreten und wir brennen. Schwierig, schwierig hier unten. Ziemlich unmöglicher Ort hier.
Ah, 37, das könnte ja erstmal für unsere Anfangszwecke reichen. Damit wir nicht drauf gehen, verschwinden wir auch schon wieder fürs Erste. Das sind natürlich die nächsten Ziele. Ein Jetpack. Weil hier auch ein bisschen was erkunden können. Werden wir uns mal daran machen, dass wir alles zu erforschen. Nochmal hier ein bisschen Platz schaffen. Na gut, wenn man das fast schon braucht. So, gehen wir jetzt zurück. Es wird auch schon dunkel. Wir von hier aus auch wieder zurück zu unserem alten Haus erstmal. Und dann können wir uns ja vielleicht gleich nochmal. Jetzt habe ich das Buch gar nicht. Hier. Nein, jetzt muss ich nochmal zurück. Ja, dann gehen wir nochmal zurück zum neuen Haus. Sachen wieder mit, die wir hier sowieso nicht brauchen. Momentan zumindest noch nicht. Das können wir mal hier lassen. So. Altes Haus. So, jetzt gucken wir noch mal rein. Was brauchen wir denn für das hier? Eine Werkbank. Aha. Also wir brauchen einfach 4 Netherquartz und einen Stock. Das sollten wir hinkriegen. 4 Netherquartz und einen Stock. Sollten wir vielleicht auch hinkriegen, wenn wir einen Stock mitnehmen. Jetzt haben wir doch eine Glocke. Gucken wir doch gleich mal an, was können wir denn mit der Glocke machen? Wir können ihn erstmal wieder einsammeln. Das ist auch immer schon mal sehr schön. Hat aber er kann sich noch gar nicht bewegen, glaube ich. Da wir, damit er sich bewegen kann, noch was anderes brauchen. Golem Feuer, Golem Wasser Upgrade. Golem Leere, Golem Füllen, Golem Sammeln, Golem Schützen, Golem Ernten. Kannst du dich bewegen? Tempo. Ah. Na gut, wir werden einfach mal das Sammeln mit angucken. Dafür brauchen wir Ziegel. So. Wir brauchen. Aha. Okay. Wir brauchen Gier und Erde. Das ist ein Rohding. Das heißt, wir brauchen erstmal Ziegelsteine. Ziegelsteine haben wir sogar noch und wir brauchen Nitor. Und zum Glück haben wir welche gefunden. Dann nehmen wir einfach mal 2 Stück. Das hier rein. Bauen schon mal 2 davon.
hier hinten hin. Das brauchen wir nicht. Und das hier rein. Golem sammeln. Dafür brauchen wir Gier und Terra. Also Terra sollte nicht so das Problem sein. Wir brauchen vor allem auch noch mal wieder ein Glasflasche. Außer wir haben irgendwo hier das. Wenn wir erstmal das hier alles abschöpfen. Hier. Das war sogar sowieso leer. Steine. Steine hat nämlich Zerstörung drin. Oder auch Terra. Dann haben wir mal 16 Steine und verbrennen die. Misten. Hier haben wir auch schon mal Terra. Brauchen wir noch was, wo Gier drin ist? Ich glaube, Gier hatten wir vor allem zum Beispiel auch. Nee, das ist nicht das, was wir brauchen. Gold wahrscheinlich. Ja, Hunger. Wir brauchen aber Gier. Das heißt, wir brauchen echt Gold. Zum Beispiel. Ah. Gold haben wir jetzt einiges. Dann nehmen wir auch einfach mal 4 Stück. Verbrennen das gleich auch. Das heißt, wir brauchen vor allem aber auch noch wieder mehr Glas. Nehmen wir erstmal das Glas. Das. Verwandeln das Glas zurück, wenn das geht. Normales Glas. Machen uns nochmal Glasscheiben. Was? Dann ist noch mal wieder nach oben laufen. Also das ist ja ein bisschen hergelaufen. Dann ist jetzt noch mal zweimal so ein Glas machen. Jetzt wollen wir noch mal Gold hier rein. Reicht sogar schon aus. Wenn es fertig ist, Terra mit.
natürlich wieder was, was wir verbrennen können. Ich glaube, Netherstein brennt halt ewig. Deswegen nehmen wir aber mal das. Gucken wir mal. Und wir wollen gerne das haben. Und da haben wir es ja auch schon. So, er hat jetzt eine Sammelaufgabe. Das ist schon mal sehr schön. Jetzt hätte ich gerne noch die hungrige Truhe. Brauchen wir aber irgendeinen Wut, eine Falltür. Obwohl, ich kann auch, glaube ich, eine ganz normale Truhe nehmen. Oder ich bin mir da nicht sicher. Wir werden jetzt mal. Arm und Baum Rinder geht nicht. Gummibaumholz. Falltür. Müssen wir wieder nach oben gehen. Aber die hungrige Truhe gebaut. Jetzt brauchen wir wieder mehr Holz. Weil wir haben kein Holz. Haben gar kein Holz mehr. Ja, und ganz schnell, wir sehen Holz sammeln und wir haben schon wieder überzogen. Das heißt, wie immer sage ich, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und wenn nicht, dann nicht. Tschüss.